Das wird das letzte Video sein für dieses Jahr und in diesem Video möchte ich mit dir so ein bisschen darüber sprechen, was in 2022 passiert ist, was ich aber auch in 2023 machen möchte. Ich nutze die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr immer gerne dafür, mich so ein bisschen hinzusetzen und zu überlegen, was möchte ich nächstes Jahr erreichen, was habe ich vor nächstes Jahr, aber auch so ein bisschen zu rekapitulieren, was im letzten Jahr passiert ist, was ich dort erreicht habe, was ich vielleicht auch nicht erreicht habe, was ich mir aber vorgenommen hatte. Und wie kann ich das ändern? Was kann ich im nächsten Jahr besser machen, um dann vielleicht diesen Schritt zu schaffen? Und ich möchte dich gerne so ein bisschen mitnehmen in meine Vorhaben, in meine Pläne für nächstes Jahr und dir auch so ein bisschen zeigen, woran es gehapert hat und was ich aber auch geschafft habe. Und natürlich soll dieses Video auch so ein bisschen für mich selber sein, denn ich möchte am Ende des Jahres auf dieses Video gucken und selber sehen, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft. Und dadurch, dass ich es öffentlich mache, baue ich mir selber, glaube ich, auch so ein bisschen den Druck auf, dass ich vielleicht das ein oder andere doch noch ein bisschen mehr intensiviere, um es am Ende zu schaffen, um am Ende vor dir nicht ganz so blöd dazustehen. Aber ganz ehrlich, Leute, das neue Jahr muss ordentlich gestartet werden und ja, meine Frisur könnte auf jeden Fall mal einen neuen Haarschnitt vertragen und deswegen gehe ich jetzt erstmal schnell zum Friseur. Let's go! Und da bin ich wieder. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir als erstes mal über das Jahr 2022, was ich mir da so vorgenommen habe und was ich im Endeffekt umgesetzt habe. Denn ich möchte dir auch in diesem Video mal so ein bisschen zeigen, dass man natürlich nicht alles, was man sich vornimmt, auch immer umsetzen kann. Viele sagen das ja oder präsentieren das ja immer so, ja, ich habe mir das vorgenommen und meine Ziele sind da oben und ich bin eigentlich noch über das Ziel hinausgeschossen. Leute, ganz ehrlich, ich würde sagen, 99% der Leute, die sich Ziele vornehmen, schaffen die nicht am Ende alle. Ja? Das erste Ziel, was ich hatte, war, den Campervan fertig auszubauen. Das habe ich soweit eigentlich geschafft. Ich war auch im Sommer das erste Mal damit tatsächlich dann unterwegs, war in Italien, in Frankreich. Dieses Jahr wird es in viele europäische Länder gehen. Da habe ich mir schon viel vorgenommen, aber grundsätzlich ist der Van fertig. Da sind noch so ein paar Kleinigkeiten zu machen, gerade was die Elektronik noch angeht. Aber auch das werde ich jetzt noch in Angriff nehmen, so in den ersten Monaten in 2023. Und dann ist der tatsächlich auch komplett einsatzfertig. Dann hatte ich mir vorgenommen, in insgesamt 8 Länder zu reisen letztes Jahr. Das habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ganz so viele sind es am Ende doch nicht geworden. Wobei ich sagen muss, ich hatte nochmal unverhofftes Vergnügen, nach Island zu fahren, kurz vor Ende des Jahres. Und da bin ich auch Skylum sehr dankbar, die mich da eingeladen haben, wo ich wirklich viele neue Leute habe auch kennenlernen dürfen. Das war also sehr, sehr schön. Insgesamt war ich in Italien, in Frankreich, in Österreich, in Deutschland, in Island. Spanien war ich auch noch, aber es waren tatsächlich ein paar Länder weniger, als ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass der Camper, wenn noch nicht fertig war. Man kennt's. Für nächstes Jahr sind da deutlich mehr Ziele vorgesehen, aber das dann später noch dazu. Finanziell gesehen habe ich so ein durchschnittliches Jahr gehabt. Ich hatte mir mehr vorgenommen. Am Ende hat es dann doch nicht ganz so funktioniert. Auch dort war tatsächlich so ein bisschen der Campervan schuld, weil ich so viel Zeit da reingesteckt habe, diesen Van zu bauen, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit hatte, um irgendwelche Aufträge abzuarbeiten, um mich darum zu kümmern, neue Aufträge zu akquirieren und so weiter. Deswegen ist es finanziell gesehen ja wirklich nur ein durchschnittliches Jahr gewesen für mich. Da möchte ich auch nächstes Jahr natürlich wieder so ein bisschen das Ganze aktivieren und ein bisschen weiter nach vorne kommen. Dann hatte ich mir vorgenommen, gesünder zu leben. Ich wollte jeden Tag Wasser trinken, und zwar mindestens 2 Liter. Ich wollte ein bisschen damit aufhören, Cola zu trinken, weil ich tatsächlich extrem Cola-süchtig bin. Das wollte ich aufhören. Und ich wollte mir auch öfter mal Sachen kochen, gesünder kochen und nicht ganz so viel fertig essen, bestellen oder einfach mir zubereiten. Das hat gar nicht funktioniert. Kann ich dir so sagen, wie es ist. Also ich habe nach wie vor sehr viel Cola getrunken. Dadurch, dass ich Diabetiker bin, brauche ich auch manchmal so süße Sachen, um den Blutzucker schnell wieder nach oben zu bringen in Notfällen. Aber ich bin da ganz ehrlich, ich trinke Cola halt nicht nur in Notfällen, sondern ich trinke Cola halt gefühlt immer. Und ich habe es auch dieses Jahr tatsächlich nicht geschafft, meinen Cola-Konsum zu reduzieren. Jetzt am Jahresende tatsächlich schon so ein bisschen. Da habe ich jetzt mal ein bisschen mir was anderes an Getränken gekauft. Auch wenn ich dann mehr Zucker brauche, dann trinke ich inzwischen lieber einen Eistee oder sowas. Das hat auch viel Zucker. Aber ich bin so ein bisschen weggekommen von Cola, aber bei weitem noch nicht komplett. Und ich würde auch immer noch sagen, dass ich Cola-süchtig bin. Also da möchte ich so ein bisschen wegkommen. Und gekocht habe ich auch nicht wirklich, weil ich dann immer die Ausrede hatte, ey, ich habe noch so viel zu tun. Ich habe keine Zeit jetzt zu kochen.
Und dann mache ich mir lieber irgendein Fertiggericht, lieber eine Tiefkühlpizza oder sonst irgendwas. Und das sind halt alles so Sachen, die mich tatsächlich sehr, sehr stören, aber ich habe sie auch nicht geändert. Tja, und deswegen steht sie jetzt auch wieder auf der Liste für 2023. Ach ja, und Sport wollte ich natürlich auch machen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, immer direkt nach dem Aufstehen erstmal ein bisschen Wasser zu trinken und dann direkt ein bisschen Sport zu machen. Habe ich auch gar nicht gemacht. Also ich spiele ja Hockey, das tue ich auch. Den Sport mache ich dann tatsächlich abends. Aber so dieses Sport machen für mich selber, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Ausdauertraining und so weiter, das hat gar nicht stattgefunden. Finde ich super schade, steht auch wieder auf der Liste für 23. Aber ich muss ehrlich zugeben, das sind alles Sachen, die ich mir für 22 schon vorgenommen habe. Ich glaube, die standen auch schon auf der Liste für 21. Und ich habe sie einfach nicht umgesetzt. Und da möchte ich mal jetzt so ein bisschen rauskommen, dass ich mir die Sachen nicht immer nur aufschreibe und sage, oh, es wäre toll, wenn ich es tue, sondern ich muss es halt auch mal umsetzen. Und dann waren tatsächlich noch so Sachen wie auf Social Media ein bisschen aktiver zu werden. Ich wollte jeden Tag auf Instagram posten. Ich wollte bei YouTube eigentlich auch noch ein bisschen mehr erreichen, als ich jetzt erreicht habe. Auch all das ist liegen geblieben, weil wieder die Begründung, zumindest im ersten halben Jahr, war der Van. Ich habe einfach zu viel Zeit gebraucht. Es gab Zeiten, da habe ich wirklich auch monatelang kein YouTube-Video gemacht, geschweige denn auf Instagram gepostet oder sonst irgendwas. Und auch diese Ziele habe ich also komplett verfehlt. Okay, jetzt haben wir lange genug darüber gesprochen, was ich alles in 2022 nicht geschafft habe. Jetzt zeige ich dir oder erzähle dir, was in 2023 geplant ist. Und wir werden am Jahresende wieder gucken, was ich davon tatsächlich umgesetzt habe. Mein größtes Projekt, und das habe ich bisher nur sehr wenigen Leuten erzählt, aber heute werde ich es auch der breiten Masse erzählen, für 2023 ist tatsächlich, dass ich mir ein Studio bauen werde, und zwar ein richtiges Produktionsstudio. Damit einhergeht auch, dass ich meine Firma vergrößere. Ich werde aus dieser Firma jetzt eine GmbH machen und es wird eine richtige Produktionsfirma werden, weil ich einfach gemerkt habe, ich bekomme immer mehr Aufträge im Videobereich, weniger im Fotobereich und ich möchte das jetzt einfach so ein bisschen erweitern. Ich möchte Leute in Zukunft auch einstellen und ich möchte diese Firma vergrößern, um mehr Aufträge noch annehmen zu können, um größere Aufträge zu machen und ja, einfach die Qualität nochmal ein ganzes Stück nach oben zu bringen. Deswegen möchte ich da auch wirklich mit hochwertigen Firmen zusammenarbeiten, für die ich hochwertige Produkte in der Form halt Videos jetzt produzieren kann. Und da sehe ich auch tatsächlich für mich den größten Spaß so dabei. Und ich werde halt nächstes Jahr umziehen und dieses Haus noch ein Stück weit ausbauen. Und dann habe ich im Erdgeschoss die Möglichkeit für mich selber zu wohnen. Und im Obergeschoss habe ich dann 100 Quadratmeter Platz für mein Studio. 100 Quadratmeter, unfassbar viel Platz. Ich habe da richtig Bock drauf. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir das ausbauen, kann ich wirklich alles so gestalten, wie ich es möchte. Ich habe also jetzt gerade noch die Möglichkeit zu sagen, möchte ich da ein Zimmer hinhaben oder möchte ich das Ganze komplett 100 Quadratmeter offen haben als großen Raum. Und da bin ich gerade viel am Planen. Ich möchte da eine Hohlkehle reinbauen. Ich möchte verschiedene Tische haben, Arbeitsplätze haben. Zum Beispiel auch einen Tisch, wo ich so Top-Down-Shots machen kann. Also wo dann wirklich hier drumherum so ein kleines Rack ist, wo eine Kamera wirklich komplett 90 Grad nach unten zeigt und wo man dann so schöne Top-Down-Shots machen kann. Ich werde natürlich meinen Schreibtisch hier noch ein bisschen ausbauen, wo ich meine Videos produzieren kann weiterhin, die ich auch dann weiter im Büro mache. Ich wollte ja auch viel jetzt draußen produzieren, aber natürlich wird es auch immer mal wieder Videos geben, die im Büro stattfinden. Und da werde ich auch meine Ecke für haben. Es wird einen eigenen Raum für mein ganzes Equipment geben, weil du siehst es nicht, wie es hier in diesem Büro aktuell aussieht, weil man sieht immer nur schön genau diese Ecke, die toll aussieht. Um die gesamte Kamera herum liegt alles voll und sieht einfach nur beschissen aus. Ich kann es dir sagen, wie es ist. Und ich brauche einfach ein bisschen mehr Platz für mein Equipment. Es wird auch noch mehr Equipment dazukommen. Einfach dem Fakt geschuldet, dass ich eine Produktionsfirma gründen möchte. Und dementsprechend brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr Equipment. Gerade was Licht und so weiter angeht. Aber deswegen brauche ich auch mehr Platz. Und dafür wird es einen eigenen kleinen Raum geben, wo das ganze Equipment dann wirklich auch schön gelagert werden kann. Wo man seine Kamera-Rigs zusammenbauen kann am Ende und so weiter und so fort. Also das wird richtig cool. Und ich habe auch
Lust darauf, diesen ganzen Umbau von dem Haus zu dokumentieren, euch da so ein bisschen mitzunehmen. Und vielleicht habt ihr ja sogar auch Ideen, was man in so ein Studio noch reinbauen kann. Ich bin gerade dabei, bei YouTube mir hunderte Videos reinzuziehen, wie Leute ihr Studio da umbauen oder aufbauen. Und das ist einfach voll cool, sich so viel Inspiration zu holen bei YouTube und auch bei Pinterest. Ja, also da bin ich groß mit dabei. Und ich hoffe, dass ihr da Bock drauf habt und das Ganze auch ein bisschen begleiten wollt. Tja, was ich dann schon gesagt habe, regelmäßig Sport machen, gesünder ernähren, 2 Liter Wasser am Tag trinken, das sind so Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall auch für das nächste Jahr mir vorgenommen habe. Und ich möchte 2 neue Länder bereisen. Ich habe jetzt gar nicht so gesagt, ich möchte irgendwie 10 Länder bereisen oder so, sondern ich möchte 2 neue Länder bereisen, die ich noch nicht gesehen habe. Und das ist zum einen Portugal in der Form Madeira. Also ich möchte auf jeden Fall Madeira besuchen und dort fotografieren. Und ich möchte nach Norwegen. Norwegen habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Obwohl es eigentlich so ein Ziel ist, was irgendwie jeder Fotograf, jeder Landschaftsfotograf irgendwie als erstes oder zweites besucht. Also entweder Island oder Norwegen. Das sind immer so die 2 Sachen, die jeder Landschaftsfotograf irgendwie gefühlt als erstes macht. Ich habe Island schon ein paar Mal gemacht, aber ich war noch nie in Norwegen. Und deswegen wird das nächstes Jahr, also 2023, ein großes Ziel von mir sein. Ich werde da auch mit meinem Van hinfahren. Nach Madeira fliege ich rüber, aber nach Norwegen wird es mit der Fähre rübergehen, mit meinem Van. Und dort werde ich dann tatsächlich einen richtig coolen Roadtrip machen. Dann habe ich mir natürlich noch vorgenommen, Social Media technisch wieder ein bisschen mehr zu machen. Ich möchte natürlich das Ganze auch so ein bisschen ausbauen. Ich möchte meinen YouTube-Kanal noch ein bisschen vergrößern. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, mal noch so ein paar andere Videos zu machen, vielleicht auf einem zweiten Kanal, weil ich da einfach mega Lust drauf habe, um meine Videos zu produzieren und mir das unfassbar viel Spaß macht. Und deswegen habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mir mal einen zweiten Kanal noch mache, wo auch andere Videos zu anderen Themen noch kommen könnten, die hier auf diesem Kanal gar nicht so sehr passen. Und ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich noch kürzere Videos mache. Also dieser Short-Content, der wird ja immer gefragter irgendwie, auch wenn viele hier immer sagen, nee, sie wollen lieber die langen Videos sehen. Natürlich, ihr seid die Konsumenten von den langen Videos, also wollt ihr auch die langen Videos sehen. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch eine relativ breite Masse, die inzwischen lieber kürzere Videos schaut und die werde ich dann aber vielleicht auch auf einer anderen Plattform bringen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, TikTok oder Instagram Reels, vielleicht auch mal YouTube Shorts, aber vielleicht mache ich auch dafür einen extra Kanal, damit ihr, die nur den Longform-Content sehen wollt, dann davon nicht so sehr genervt werdet. Also, wie genau ich das mache, habe ich noch nicht rausgefunden, aber ich möchte da auf jeden Fall ein bisschen mehr produzieren. Ich möchte meine Firma vergrößern und vielleicht auch Mitarbeiter einstellen, der sowas dann auch mit bedienen kann, dass ich natürlich dann am Ende auch noch entsprechend Zeit für alles Weitere habe. Und wenn es um meinen Store geht, dann möchte ich auch nächstes Jahr noch einen neuen Videokurs erstellen und zwar die Landscape Masterclass. Also da wird es darum gehen, dass wir wirklich in der Natur sind und da werde ich dann dir zeigen, wie ich Landschaften fotografiere. Also es wird mehr so ein bisschen Richtung Fotografie gehen. Vielleicht kommt auch noch ein Bildbearbeitungsvideokurs raus, muss ich mal schauen. Aber jetzt gerade ist ja der neue 3. Lightroom-Videokurs rausgekommen, Lightroom für Profis, also Lightroom für Landschaftsfotografen heißt er, aber er ist für Lightroom-Profis gedacht. Und falls du da noch Bock drauf hast, aktuell bis zum 31.12. gibt es noch die 20% Rabatt. Den Code blende ich dir hier unten nochmal ein. Tja Leute, und was ich davon tatsächlich am Ende erreichen werde, das könnt ihr dann am Jahresende selber beurteilen. Ich werde dieses Video dann nochmal rauskramen und dann auch vergleichen, was ich damals gesagt habe. Ich hoffe, dass ihr mich weiter begleitet, auch im Jahr 2023 und dass wir dort viele schöne gemeinsame Momente erleben werden, weil ich, wie gesagt, ja auch mehr draußen sein werde und euch mehr mitnehmen werde auf meine Fototouren. Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr mich begleitet, wenn ich dann dieses Produktionsstudio aufbaue. Also, ich habe richtig Bock auf nächstes Jahr. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei, wenn es dann jetzt hier im Januar auch wieder richtig losgeht auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank übrigens auch an diese tolle Aktion mit dem Adventskalender, dass so viele von euch da mitgemacht haben, dass so viele sich an dem Adventskalender beteiligt haben und dass ihr auch meine Videos so fleißig geguckt habt. War mal ein ganz anderes Erlebnis, jeden Tag hier zu posten auf YouTube und mal zu sehen, wie sich das auch so entwickelt. Einige Videos sind sehr gut angekommen, andere haben relativ wenig Klicks gehabt, aber es war natürlich auch so, dass ich die immer um 8 Uhr morgens gepostet habe. Ist wahrscheinlich nicht so der beste Zeitpunkt gewesen, aber einen Adventskalender macht man eben morgens auf, zumindest ich, deswegen sind die Videos auch morgens gekommen. Naja, ich lerne daraus und ich hoffe, dass wir uns, wie gesagt, beim nächsten Video wiedersehen. Also, mach's gut. Ciao.